Wer lügt, meine Damen und Herren? Denn das, was wir gestern gesehen haben, das passt hinten und vorne nicht zusammen. Wir sehen einen S&P 500, der 1,5% steigt. Gleichzeitig steigt der VIX um fast 10%. Normalerweise sind die negativ korreliert. Das bedeutet, steigender VIX ist fallender S&P und umgekehrt. Dazu dann neben dem VIX auch der Dollar nach oben, relativ moderat, aber vor allem die Anleiherenditen nach oben. All das ist normalerweise mit den Aktienmärkten negativ korreliert. Also steigender Dollar, steigende Renditen, steigender VIX bedeuten normalerweise fallende Aktienmärkte. Gestern war es andersrum. Heute ja die war dieser Zusammenhang nicht gegeben plötzlich. Heute ja die Inflationsdaten, 14.30 Uhr, das Riesending heute vor der morgigen FED-Entscheidung. Also schauen wir uns die Dinge mal an und stellen die Frage, ja, wer lügt denn eigentlich, wenn es hier um diese Dinge geht? Wir sehen zunächst mal S&P 500, fast 1,5%, Dow Jones sogar noch ein bisschen besser, und das, obwohl die Fed Terminal Rate Expectations nach oben gegangen sind, also die Erwartungen, wo der Gipfel der Zinsen sein wird. Normalerweise ist auch das andersrum. Normalerweise, wenn diese Erwartungen fallen eines Zinsgipfels, also wenn der Zinsgipfel weiter nach unten genommen wird, dann ist das positiv für die Märkte, und andersrum, auch gestern passte das nicht zusammen. Dann sehen wir den VIX plus 9,46%, der S&P plus 1,41%. Wer lügt, fragt das Sven Henrik, und Jim Bianco weist darauf hin, unter Verweis auf einen Bloomberg-Artikel, dass diese Situation es zuletzt 1997 einmal gegeben hat, dass also in diesem Ausmaß sowohl S&P 500 als auch eben das Volatilitätsbarometer VIX steigen. Was ist da los? Wir wollen uns mal anschauen, was in ähnlichen Situationen, weniger krassen, aber ähnlichen Situationen passiert ist. Etwa wenn der S&P 500 über 1,5% gestiegen ist und gleichzeitig, beziehungsweise der VIX über 1,5% gestiegen ist und gleichzeitig auch der S&P 500 mindestens plus 0,3% gestiegen ist. Und dann sehen wir, dass die Märkte dann in den nächsten Tagen meistens relativ, ohne statistische Relevanz gelaufen sind, eher Minus als Plus. Aber wenn wir uns dann 20 Tage später anschauen, dann waren mit einer Ausnahme alle ziemlich dick im Minus, und zwar zwischen 1,8% und 12,1%, all das in den Jahren 2020 bis 2022, also in jüngerer Vergangenheit. Und Ausnahme ist hier der 25.03.2020, damals ging es scharf nach oben, damals dann 20 Tage später der S&P 500 13% gestiegen. Kleiner Ausflug in die Geschichte. Die Amerikaner lieben solche Stories, solche Geschichten. Schauen wir uns hier das Bild nochmal an. Wenn Sie oben den VIX sehen, dann sehen Sie diesen Ausbruch aus dieser Falling Wedge und dann dieses massive Gap mit diesem Anstieg. Warum auch immer, wenn Sie unten den S&P 500 anschauen, dann sehen Sie links das Geschehen im August diesen Jahres. Da hatten wir praktisch die 200-Tageslinie erreicht, ein neues Verlaufshoch gemacht, alle bullish, bullish, bullish. Dann ging etwas nach unten, so wie wir es zuletzt gesehen haben. Dann die Erholung, so wie wir sie jetzt sehen. Wenn Sie da rechts mal gucken, dann ist diese Struktur sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir im August gesehen haben. Muss ich das wiederholen? Nein, aber es ist auffällig, zumal wir jetzt diesen VIX-Anstieg gesehen haben. Und hier sehen wir nochmal die Anstiege der Renditen gestern, hier die 10-jährige US-Staatsanleihe oben im RSI mit einer positiven Divergenz und dann Booms aus diesem Abwärtstrendkanal rausgebrochen mit doch ein bisschen Schmackes, nicht so viel Schmackes wie der VIX, aber doch eine wirklich seltsame Konstellation, die wir derzeit sehen. Das also alles, was normalerweise negativ korreliert ist, gestern in eine Richtung gelaufen hat. Dementsprechend die Frage, was ist da los? Auch der Dollar, hier sehen wir auch aus dieser Falling Wedge erstmal rausgekommen. Der S&P 500 ist ja aus diesem aufsteigenden Keil ja rausgefallen und könnte jetzt versuchen, nochmal daran zu laufen. Das wäre durchaus typisch. Also auch der Dollar gestern eher stärker als schwächer. Auch das normalerweise sehr, sehr ungewöhnlich. Die Negativkorrelation beträgt 95% zwischen Dollar und S&P 500. Jetzt kommen wir zu den heutigen Inflationsdaten, meine Damen und Herren. Erwartung heute:
Zum Vorjahresmonat 7,3%, letzter Monat 7,7%, zum Vormonat plus 0,3% Erwartung. Und wir hatten ja die Erzeugerpreise kürzlich, die waren höher als erwartet. Die erste Indikation für Inflationsentwicklungen im November. Und wir bekommen heute ja die Daten aus dem November. Damals bei den Erzeugerpreisen waren vor allem Food verantwortlich für den Anstieg. JP Morgan hat gesagt, also wenn wir bei 6,9 oder drunter reinkommen, dann könnten die Aktienmärkte 8-10% steigen. Schauen wir uns mal an, was die Cleveland Fed dazu sagt. Die hat nämlich den Nowcasting Inflation Indicator, der steht bei 7,5%. Das wäre also mehr als erwartet. Schauen wir uns mal an, was die Banken erwarten. Da sehen wir, die schwanken zwischen 7,2% und 7,4% Konsenserwartung, 7,3%, also relativ geringe Abweichung zwischen 7,2% und 7,4%. Und wenn wir uns jetzt mal die Marktreaktionen, die prognostizierten Marktreaktionen anschauen, da sehen wir, Goldman Sachs sagt, alles über 7,7% würde mehr als 3% Verluste bedeuten beim S&P 500. Wenn wir bei 7,4 bis 7,7 sind, dann 1-2% und alles unter 7,3 bis 7,0. 2-3% Gewinne und unter 7% Inflation sogar mehr als 3% Gewinne. JP Morgan sagt, wenn wir 7,8% oder höher wären, dann dürften wir 5% verlieren, zwischen 7,5% und 7,7%, 2,5-3,5% und so weiter. Aber wenn wir unter 6,9%, das hatte ich schon gesagt, dann 8-10% Rallye, 7-7,2%, 4-5% Rallye. Ups, wenn 7,3 Konsenserwartung ist und 7,2 reinkommt, dann 5% Rallye, okay. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall bemerkt hier ein Analyst aus meiner Sicht ganz richtig, dass er sagt, naja, da wird sehr viel Gewese gemacht um diese CPI-Daten, um diese Inflationsdaten. Entscheidend ist, dass faktisch die Einkommen fallen, nämlich die Amerikaner massive Kaufkraftverluste haben und dementsprechend werden eben auch die Earnings fallen der Unternehmen und das sei übergeordnet das Wichtige. Da kann ich mich nur anschließen, aber kurzfristig sind die Märkte eben sehr stark auf diese Inflationszahlen fokussiert, auf die Frage, wo ist die Spitze der Fed-Zinsanhebungen, gibt es einen Pivot der Fed etc., meine Damen und Herren. Markttechnisch ist ja einiges los. Gucken wir uns mal an, wie die Märkte im letzten Monat reagiert haben. 10.11. war diese Veröffentlichung der Inflation. Der Nasdaq Composite 7,4% gestiegen. Das war der größte Anstieg seit dem 24. März 2020. S&P 5,5% gestiegen. Ebenfalls größter Anstieg seit April 2020. Also da ist richtig was passiert. Dann haben wir den Fall der US-Bond-Renditen gesehen. Stärkste Bewegung seit einem Jahrzehnt. Also da war richtig was los, da hat richtig gekracht. Dementsprechend auch diese hohe Volatilitätserwartung, dass auch JP Morgan und Goldman Sachs sagen, boah, da können wir durchaus 5-10% Bewegung an den Märkten sehen. Damals ja 7,7% statt 8,2% erwartet die Inflationsdaten. Schauen wir uns mal an, wie die ausfallen könnten. Da hat hier Prometheus Research eine interessante Analyse gemacht und gesagt, also wir berechnen, dass die Inflation zum Vormonat um 0,39% gestiegen ist gegenüber 0,3% Konsens. Warum? Weil man sagt, der Driver dieser Inflation wird Housing sein, also diese Owner's Equivalent Rent, Mieten und diese ganzen Geschichten, die ja ziemlich zeitverzögert in diese Berechnung mit einfließen. Man sagt aber auch, wir erwarten, dass die Güterpreise nicht praktisch von der Inflation etwas wegnehmen, sondern auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Zuletzt war ja zu beobachten, dass die Güterpreise deutlich nach unten gekommen sind, dagegen Dienstleistung immer hotter wurde in Sachen Inflation. Dazu gleich mehr. Wird 2023 das große Jahr der Story fallende Inflation? Das erwartet zumindest Credit Suisse. Die sagen, wir dürften dann im Dezember bei 2,1% zerquetschen sein, also auf jeden Fall knapp unter 3%. Ist die Frage nur, meine Damen und Herren, gibt es im Dezember 2023 die Credit Suisse noch, gell? Eine kleine Frage am Rande, da sind die Saudis sind eingestiegen, gell, und die sind ja sehr anständig, ne? Ein bisschen eine Todesstrafe daheim, gell, ein bisschen. Na, das ist, da schaut man nicht so genau hin. Jetzt ist aber die Frage, meine Damen und Herren, was ist eigentlich innerhalb der Fed los? Und hier hat der Nick Timmy raus
Mouthpiece, das Mundstück der FED, gestern schon einen Artikel geschrieben, wo er sagte, ja, die sind gespalten. Und wie sind sie gespalten? Die dovischen Mitglieder, die denken, naja, die Inflation hat doch längst ihren Höhepunkt erreicht. Das ist doch irgendwie schon wieder ziemlich transitory. Wir machen wahrscheinlich zu viel. Die Hawks sagen, naja, jetzt kommt diese Inflation sozusagen, zeigt sich dann auch als Nachholeffekt bei den Löhnen. Man fürchtet also eine Lohnpreisspirale. Und die Frage ist, wo steht da Paul? Paul dürfte eher auf der hawkischen Seite stehen. Zumindest das sind die Aussagen. Oder wenn man sich die Aussagen der FED-Mitglieder mal anschaut. Aber das ist hochinteressant, dass man da natürlich uneins ist, so oder so. Alf sagt hier, die FED hat noch nie die Zinsen über die Anleiherendite der zweijährigen US-Staatsanleihen angehoben. Die stehen derzeit bei 4,35%. Würden wir jetzt im Dezember, also morgen, dann letztendlich einen 0,5er Schritt bekommen, was ja sehr wahrscheinlich ist, dann wären wir schon über dieser Anleiherendite der Zweijährigen bei 4,35. Das würde bedeuten, aus dieser Logik heraus, es wäre dann Schluss mit den Zinsanhebungen. Maybe, dies kann schon sein, wir werden sehen. Das große Problem, das die Fed hat, sind eben die Lockerung der Financial Conditions. Wir hatten in den letzten Wochen gesehen, dass die Anleiherenditen gestiegen sind. Die Aktienmärkte haben sich von den Oktober-Tiefs erholt. All das hat die Financial Conditions laxer gemacht. Das wird die Fed nicht haben wollen. Deswegen morgen ein großer Blick auf die Dotplots, also die Erwartungen der Fed-Mitglieder, wo die Zinsen hinlaufen, wo der Hochpunkt ist, etc. etc. Hier nochmal zu dieser Geschichte Güter- und Dienstleistungen-Inflation. Oben sehen wir zum Beispiel die verschiedenen Maßstäbe für Autos, gebrauchte Autos und was alle damit dazugehört mit Autos. Weist alles nach unten, aber wir sehen hier bei Goods and Services, dass die Serviceinflation weiter nach oben gerichtet ist und jetzt die Güterinflation nach Berechnung eines Instituts auch wieder nach oben geht. Etwa hier nochmal ein paar Markteinschätzungen. Goldman Sachs sagt, naja, normalerweise ist doch dieses Jahresende eine gute Zeit für die Märkte, vor allem wenn dann diese Event Risk, Inflationsdaten und FOMC wegfallen. Dagegen JP Morgan's Kolanovic, der sagt, wir senken unseren Ausblick für den S&P 500 wegen den schlechten Gewinnaussichten. Ja, ja, schauen wir mal, wie es kommt. Hier unten sehen wir nochmal die Analogie 2008 bis 2022. In 2022 kam dann Ebbes nach unten, muss diesmal nicht so sein, aber offenkundig fürchten, dass manche, sehen wir mal die Put-Call-Ratio-Composite, massiv hier, was da der Fall ist. Das sind allerdings oft kurzfristige Absicherungen. Und aus diesen Optionen zumindest kann man sehen, dass hier die Trader erwarten, dass wir heute eine 2,5% Bewegung über der durchschnittlichen Bewegung haben, also dass da richtig Saft heute in die Märkte kommt. Und wir sehen wahnsinnig viele Ultra-Short-Term-Options, also die ganz schnell verfallen, die sehr, sehr bald verfallen. Da sind wahnsinnig viele am Start. Auf der anderen Seite sehen wir, dass im Optionsbereich zum Beispiel, dass die Devisenmärkte keine so große Bewegung erwarten. Also da ist viel Spekulation offenkundig in den Aktienmärkten. Sentiment Trader sieht das bullisch und sagt, alle erwarten einen Crash. Naja, nicht so wirklich, aber gut. Er macht das eben hier an diesem Put-Call-Ratio fest. Ich glaube, das ist in letzter Zeit eben immer wieder zu beobachten, dass um den Verfallstermin herum solche Extremausschläge eben im Put-Call-Ratio zu beobachten war. Das war bei dem letzten Verfall auch. Da sind wir auch total nach oben geschossen im Put-Call-Ratio. Dann sind wir total runtergeknallt, alles innerhalb kürzester Zeit. Und geknallt ist das richtige Wort für Sam Bankman-Fried, den man jetzt auf den Bahamas festgenommen hat, nachdem er gesagt hat, nee, vor dem Senat habe ich jetzt nicht so Lust auszusagen. Dann hat es die Amerikaners gereicht. Das Ganze ja schon ein Monat her. Erstaunlich, dass erst jetzt der Zugriff erfolgt. Die Amerikaner haben hier praktisch einen Auslieferungsantrag gestellt. Und der gute Sam dürfte bald in die USA zurückkehren. Kommen wir nach Europa. Bargeldobergrenze von 10.000 Euro beschlossen. Das EU-Parlament, meine Damen und Herren, respektive die EU-Staaten. Das bedeutet, man kann nichts mehr zahlen, mehr als 10.000 Euro in bar. Also ausgenommen sind jetzt EU-Parlamentarier für Zuwendungen aus Katar. Ne? Da kannst
Da würde ich mal eine Ausnahme machen für diese 10.000 Euro Obergrenze, gell? Das sind ja hübsche Damen, die das in Empfang nehmen, braucht man gar nicht diskutieren, da will ich überhaupt nicht diskutieren über sowas. Ja, meine Damen und Herren, das ist klar. Und abschließend zwei Artikelhinweise. Immobilienmarkt in Schweden im freien Fall. Flums macht es da mit extremer Hebelung. Schauen Sie sich das mal an. Das ist zwar ein Sonderfall, weil hier viele flexible Hypothekenkredite vergeben werden, aber da könnte es einige in Deutschland auch erwischen. Und dann Fed-Entscheidung, wird Paul nochmal Öl ins Feuer gießen, wie 2018, als er bei der Pressekonferenz sagte, Autopilot, und wir werden weiter die Zinsen anheben und die Märkte, abgestürzt, 20% nach unten. Oh, da wird der Pauli sich an die Geschichte erinnern und sagen, hör mal, ich habe das alles nicht so gemeint mit der Zinsanhebung, das war ein Missverständnis. Dann ist der zweite Artikel. Ich wünsche jetzt das Allerbeste. Wir sehen uns heute zum Marktgeflüster und möchte nochmal den Hinweis geben auf für Thomas Middelhoff. Am Donnerstag 19 Uhr scheitert Deutschland. Ich bin wirklich glücklich, diesen Gast zu haben, jemand, der sehr viel erzählen kann. Also diese zwei Artikelhinweise und schon mal in den Browser legen. Ich packe Ihnen den Link unter das Video. Diese Sendung am Donnerstag 19 Uhr. Also Servus, ciao.